Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde von Rim Royal. Hi. Heute spielen wir mal wieder die Jägerin. Mal schauen, wie es heute laufen wird. Ich tue mein Bestes. Weißt du, wir landen mal da unten Trinitarzüge, da bin ich glaube ich noch nie gelandet. Wollte ich noch nicht, ich bin noch nie gelandet. Doch. Trinitatis-Hügel. Ich verstehe nicht, wie so der Scheiß so heißt. Jetzt mal ernsthaft. Wer dachte sich, ey, es sieht auch interessant aus, lass dir mal so einen Namen geben. Wer ist eigentlich auf Englisch? Muss ich mal schauen. Weil der Name, also puh. Das ist nicht angenehm. Auszusprechen und auszusprechen, sagen wir es so. Kein Truhen. Ernsthaft? Eine. Okay. Hat gar keinen Sinn gemacht gerade, aber egal. Ignorieren wir das. Wir haben eine Waffe, mit der wir uns verteidigen können. Wir haben eine Heilfähigkeit. Über uns, glaube ich, ist die Truhe. Oder? Ich glaube, die Truhe dürfte hier oben sein. Ist sie nicht? Sie ist unten. Wo ist die? Nee, ist hier drüben. Doch, richtig gehört. Okay. Ich sehe gerade niemanden. Landen hier öfters mal Menschen? Ich weiß gar nicht. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass sie es tun, aber irgendwie scheinbar ja gerade nicht. Überraschend. Das ist nicht so ein großer Ort, hier kann man gut. Das war doof gesetzt gerade von mir, muss ich zugeben. Aber hier kann man nicht gut übertrieben viele Sachen mitnehmen. Naja, mehr für mich. Weniger Stress für mich, mehr für mich. Angenehm. Gott. Manchmal ist meine Sprache wieder wirklich nicht so nice. Aber naja. So, okay. Hier ist nix. Schauen wir nach hier unten. Ein bisschen nach oben ist nichts. Schauen wir nach unten. Hier unten ist auch nichts. Okay. Unten ist einfach oben und oben ist unten. Macht Sinn. Macht sehr viel Sinn. Da hinten waren wir schon. Vielleicht haben wir hier irgendwas. Nein. Nein. Wie gesagt, will ich meine weitere Waffe mitnehmen. Das ist nicht die beste Idee, alles sofort zu zerstören. Aber naja. Ich finde eigentlich, das ist schon ein cooler Ort eigentlich. So. Von der Location her. Vom Design her. Ja, nehmen wir dich mit. Wieso nicht? Nehmen wir die Pistole einfach mit. Vielleicht rettet sie uns das Leben. Soll ich einfach die Pistole bis zum Ende behalten? Macht das denn? Schnell Rüstung auffüllen. Weil ich weiß halt nicht, ob noch irgendwer kommen wird gleich, der mich einfach sofort fast killen wird oder so. Kann ja einfach passieren. Nehmen wir dich mit. Dankeschön. Kann ich bitte zerstören? Dankeschön. Sehr lieb von dir. So, okay. Hier sieht es nach nichts aus. Dann danke hier irgendwas. Ja, wieso nicht mit dich mit? Auch wenn das nicht wirklich stark ist. Und an sich eigentlich wirklich in der schlechtesten Fähigkeit im Spiel ist. Also neben dem Schild finde ich persönlich. Das Schild, also das, hier das Schild, was man nach vorne hält und alle Sachen abhält, finde ich irgendwie nicht so übertrieben stark. Auch wenn es manchmal nützlich sein kann. Das nehme ich gerne mit. Das zerstören wir. Bald haben wir auch genug Shards, um zu schmieden. Wurde ich angeschossen? Wurde ich angeschossen? Bin mir sehr unsicher. Ich hatte jetzt Schüsse gehört. Aber dass hier wirklich niemand ist, ist etwas überraschend. Ich hatte irgendwie erwartet, dass hier wirklich Leute auftauchen würden. Aber, also wie gesagt, mehr für mich. Aber ich bräuchte halt schon Kills, um für die Shards und so. Ansonsten läuft das hier nicht so gut mit, hier, gute Waffen bekommen und so. Sehr viel und so. Rüstungsranke verbessern, nehme ich gerne mit. Sehr cool. Und der Wirksamkeit. Okay, jetzt müssen wir nur noch an sich vielleicht eine lila Sache rausbekommen, damit wir es zerstören können. Und dann haben wir es geschafft und können wir uns endlich eine Waffe schmieden. Draußen ist ein Kobold. Eigentlich. Oh. Ich geh mal kurz rüber. Dankeschön, Spiel. Sehr lieb von dir. The fog sets in. Okay, jetzt gehen wir schon nach oben. Laden schon unsere Waffen nach, damit wir es gleich nicht sterben.
Und wer weiß, vielleicht bekommen wir irgendeine gute Waffe. Würde mich selber was Goldenes freuen, aber mal schauen. Ich habe manchmal auch wirklich Pech und bekomme einfach genau nichts. Sondern nicht gut, nichts Gutes. Hau raus. Und, oh, sehr schön. Okay. Ich muss einfach nur das Spiel beleidigen, um was Gutes zu bekommen. Sehr froh drüber. Und Rüstungstränke. Kann auch irgendwas machen. Bewegungsfähigkeit haben wir. Kann man eine Angriffsfähigkeit machen? Wieso nicht? Waffen haben wir schon. Okay. Dann hoffentlich irgendwas Gutes. Wir behalten die Pistole bis zum Ende. Ich dachte, ich hätte was gehört, oder? Feuerarmbrust, nehme ich gerne mit. Da freue ich mich darüber. Was ist hier noch? Angriffsfertigkeiten, okay, Abklingzeit und so. Und dann bekomme ich eine gute Angriffsfertigkeit, werde ich mich sehr freuen. Joach, nehme ich gerne mit, wieso nicht? Um das etwas einzusetzen, kann angenehm werden. Wohin wollen wir? Wir können jetzt an sich, okay. Wir können in die Zone reingehen, also weiter, in die Mitte. Auch wenn es noch sehr lange dauert, bis die Zone sich irgendwie um uns schließt. Aber egal. Wieso nicht? Das ist ein bisschen unnötig. Aber naja, es sollte fancy aussehen. Hat es nicht für dich getan, aber naja, who cares? Oh! Okay, dann bleiben wir doch noch da, wenn sich einfach gerade in dem Moment eine goldene Truhe unterschmeißt. Die können wir doch gerne mitnehmen, würde mich sehr freuen. Am Ende bekomme ich dann eine goldene Pistole raus oder so. Das kenne ich schon, sowas kenne ich schon. Also die. Oh, das habe ich übersehen. Hier sind sehr viele Leute gestorben. Wow. Das ist schon mehr genug Schaden, um irgendwas zu machen. Aber egal. So, bist du Truhe? Da bist du Truhe. Okay. Dankeschön. Nimm das mit, lieber. Weißt du, hast du nur einen Sniper mit? Sorry für die, die sich auf eine Pistolenrunde gefreut haben. Wir nehmen mal die Sniper mit und schauen, wie es damit läuft. Ich hab jetzt leider keine Waffe, die irgendwie auf Nahkampf halbwegs gut ist oder irgendwie gut funktioniert. Aber naja, dann müssen wir irgendwie probieren, den Gegner mit der Sniper loszuwerden. Und ja, das ist ein Problem, was das spätere Ich, mit dem ich das spätere Ich beschäftigen muss. Kann also sehr interessant werden. Aber auch schon zwei Kills, das ist so angenehm. So, okay. Vielleicht ist hier drin irgendwas Cooles. Habe ich da unter jemanden gehört? Bin mir sehr unsicher. Das würde ich nicht. So, hier irgendwas? Nein, okay, ouch. Wir könnten noch rüber. Vielleicht ist da drüben ja was. Also irgendwie noch eine weitere Rüstungstruhe oder sowas. Oder eine Tranktruhe, wie manche Menschen wollen, dass ich das sage. Weil ich, keine Ahnung, weil ich Rüstungstruhe sage. Und es ist ja keine Rüstungstruhe, sondern eine Tranktruhe. Das war strange. Wir könnten mal hier in Jadegarten. Was Cooles. Bam. Unsichtbar so noch auf den Boden gehauen. Ich höre oder sehe wirklich niemanden. Das ist richtig krass gerade. Nicht sehr glücklich für mich. Also schon. Nein. Aber danke, Spiel. Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, das zu machen. So. Ein bisschen Action wäre schon nice. Aber bisher ist sehr viel einfach nur herumrennen, Truhen öffnen und Kills abstauben. Ja, wieso nicht? Roller spiele ich manchmal lieber. Alter. Ah, renn doch nicht weg, junge Dame. Was geht bei dir ab? Das ist ein Bot. Wow, kann ich es bitte zerstören? Dankeschön. Kann ich hier hoch? Ne, kann ich nicht. Okay. Dankeschön, Spiel. Lassen wir es einfach liegen. Das sind eh Sachen, die ich nicht brauche. Die kann ich einfach liegen lassen und who cares. Ich muss da nicht aufräumen nach mir. Ich muss mich ja nicht um den Müll hier kümmern. So, okay, das war jetzt sehr easy. Ich habe noch nicht mal Schaden bekommen. Dankeschön. So. Oh, was liegt hier noch? Will ich alles nicht. Aber danke, dass ich die Möglichkeit bekomme, Sachen mitzunehmen. Da hätten wir noch eine Truhe. Lassen wir nach oben gehen, oder? Also will ich mal. Ich gehe mal in den Wasserfall. Vielleicht ist da etwas Cooles. Oder in die Grotte. Auch wie man. Nee, das ist eher ein Wasserfall, oder? Dann ist Wasserfall. Ich habe keine Ahnung. In dem Bereich hier oben jedenfalls, wo hier immer ganz viele Truhen sind. So. Ich dachte, ich hätte jemanden gehört. Oh, ne. Überraschend wenig hier. Überraschend sehr wenig, wow.
Hatte irgendwie mehr Truhen erwartet, aber okay. Danke, Spiel. Egal, who cares. Okay, dann muss ich kurz niesen, vielleicht nochmal gleich, ich bin mir sehr unsicher. Doch nochmal. Okay. Das war jetzt sehr tief runter. Und jetzt gerade schon ausgeniest. Und wir sind perfekt schon in der Zone. Also fast perfekt, aber wir sind in der Zone, sagen wir es so. Wird da hinten gerade geschmiedet? Da wird geschmiedet. Wollen wir die Person da drin stehen? Ich muss doch mal niesen. Ja. Okay. Werde offensichtlich sabotiert. Bewegt sich zu viel. Tatsch ich nochmal. Nein, danke. Schade. Verdammt. Ich bin jetzt gut mit der Sniper. Ach komm schon, ernsthaft? Wieso bin ich so schlecht? Ich kann nicht gut aimen. Wo ist er? Was ist schon da drüben? Ich muss hart nervig sein, glaube ich. Muss sehr hart nervig sein, aber ich habe jetzt keinen Bock in den P2 zu gehen. Und du triffst mich nicht. Da wollte sich gerade rächen. Ich habe wirklich keinen Bock da reinzugehen. Das ist. P2 ist wirklich nur Mord. Und damit möchte ich mich auseinandersetzen. Ich hasse den P2 wirklich sehr. Der ist so durcheinander und. Nee, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir wirklich nicht an. Tue ich mir nie an. Oder so gut wie nie. Außer ich muss irgendwie, wenn da irgendwie die Endzone ist oder so. Aber ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Ich hasse den P2 abgrundtief. Hab da immer nur Pech drin. Da wirklich krass viel Pech drin. Das ist nicht angenehm. So, aber es sieht gerade bisher sehr gut aus von der. Achso, das war gerade die. Das Teil. Oh, volle Rüstung. Das ist mir noch nie passiert. Dankeschön. Wir können eh nichts mitnehmen. Angenehm von dir, dass du mir gerade schön ein paar Sachen gibst. Die Person hat schon mal gesehen, dass ich hingegangen bin und hat auf mich gewartet, scheinbar. Oder Person wollte mich gerade killen. Aber das ist, so kann man auch schnell sterben, einfach. Naja, die Sniper benutzen soll eigentlich, um noch mehr Schaden reinzuhauen. Aber naja, fällt einem immer erst im Nachhinein auf, was wir denn noch tun können extra. Aber so ist es, ich hab ihn gekillt, war perfekt schon. Yes? Okay, hier bin ich selten. Hier bin ich sehr selten. Ich mag, dass die Tür nicht offen ist. Mag ich wirklich. Mehr Möglichkeiten, sich zu verstecken und weniger Stress. So, vielleicht können wir von hier ein bisschen nerven. Oder ich werde gleich genervt. Achso, das ist hier, lol. Ja, gut. Es macht keinen Sinn, hier drin zu bleiben, glaube ich. Ein bisschen bewegen ist schon wichtig. Danke, Truhe, für gar nichts. Sehe ich hier irgendjemanden? Dann. Verdammt. Oh, Leute, der will sich schmeißen. LOL! Das ist interessant. Sehr interessant. Nicht genau wo, also hier hat sie wahrscheinlich weitergeschmissen, als ich sehen kann. Also nach hinten. Und da komme ich logischerweise nicht dran. Aber okay, gut. Die Person wollte schnell weg. Oh, hi. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut, gerade von mir. Aber wie sehr hat er vorher Schaden gemacht? Hi! Wow.
Ach so, ah. Egal. Rüstung schnell auffüllen. Das können wir hier liegen lassen. So, perfekt. Ich werde gerade wichtig Sniper wirklich behalten und weiter damit kämpfen. Weil die halt wirklich nur auf Range gut ist und langsam gehen wir nicht mehr in Range-Kampf. Ah, Vierter bisher. Das ist auch angenehm. Also mindestens Vierter. Jetzt müssen wir nur noch darauf hoffen, dass ich hinten ein bisschen entspannter bin. Ist jemand in der Schmiede? Ich könnte mir vorstellen, dass jemand in der Schmiede ist. Ja, ist okay. Aber damit kann ich nicht viel tun eigentlich, noch nicht viel anfangen. Weil ich da keine Vision drauf habe oder Vision drüber habe. Das ist halt sehr strange, der Sound. Ich bin den Berg runter gelaufen scheinbar. Ja gut, hier ist auch das Ende der Zone. Hier kann ich mich eigentlich perfekt verstecken. Sorry fürs ganze Stottern gerade. So. Naja, auch ein bisschen, nicht perfekt, ich bin schon ein bisschen offen hier. Was, wenn nicht so doof, sich hier zu verstecken. So, okay, vielleicht bekommen wir noch irgendwas hier. Wieder nach oben. Ist mir sicherer da hinten. Das war nicht gut geschossen. Ich war ein paar Zentimeter zu weit und hatte getroffen. Egal. Gehen wir schön in die Zone wieder rein. Haben ein bisschen Spaß hier. Ach komm schon, wieso bewegst du dich nicht? Ach komm schon, Mann! So. Na, verdammt. Okay, hier sind gerade ganz viele Leute, die sich anschließen. War gut zu wissen, dass die letzten Personen da hinten sind. Ich komme ein bisschen rüber. Wow, das war nicht mein Plan. War gar nicht mein Plan. War egal. Ja, da sind zwei Leute gestorben. Da öffne ich wieder. Ich will den Teil nicht hören. So. Habe ich hier Stress? Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute hin wollten. Ist da oben. Zeig dich nochmal. Bitte. Ach Mann, oh. Das war so close gerade. Hätte ich schnell genug reagiert, hätte ich ihn bekommen. Hör auf. Das ist nervig. Noch einmal. Oh, da hinten ist nochmal ein. Verdammt. Dankeschön. Also weiß die Person, wo ich bin. Verdammt. Eine andere Person hängt wahrscheinlich gerade drüben ab und freut sich über ihr Leben. Ein Turret, okay. Hä? Oh, verdammt, okay. Wir müssen in die Zone. Ich hasse es. Danke, dass ihr Zeit miteinander verbringt. Könnt ihr mich hier rauslassen? Einfach nur in die Zone rein und Spaß haben mit meinem Leben. Oh, warte, was? Die Zone ist da hinten. Wollt ihr mich verarschen? Oh nein. Das ist nicht zu meinem Gefallen. Oh nein.
Ein Schwanz. Nein! Für Öschner-Rüstung auf. Was hier gerade abgeht, ist unglaublich. Ich will schnell auf. Verdammt. Ach verdammt. Mann, das doofe Geländer ist, das ist unglaublich. Nee, ich lasse mich nicht nach draußen ziehen. Ich muss auch nach draußen, glaube ich. Scheiße, der hat die Aberlest gehabt. Die hat mir gerade um einiges mehr Schaden gemacht. Aber gut, Aberlest und, hier, Steinstab ist schon sehr unangenehm. Verdammt, ich hätte drinbleiben sollen. Oder ich muss nach draußen, glaube ich. Ich muss nach draußen, das war eine blöde Stelle. Schade. Aber sie mit dem Leben sind, glaube ich, trotzdem recht gut. Das war wirklich sehr knapp gerade. Die Runde ging auch ganz schön lange. Uff. Okay. Schade. Naja, passiert. Ich hatte was drin. Ich glaube, ich hätte drin warten sollen. Ich hab auch meine ganzen Möglichkeiten verhauen gerade. Aber egal. Ja, siebter Platz, die Eliminierung. Eine Quest abgeschlossen. Angenehm. Gut. Dann würde ich aber sagen, danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne, falls ihr noch getan habt, das geliked habt. Wie immer, falls ihr irgendwelche Ideen habt für Challenges, gerne Kommentare schreiben. Ansonsten passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.